Und was ist mit der Immersion? Die Immersion ist wunderbar, weil man wirklich durch das Heft ja auch durchblättert und immer wieder der Begleittext ist. Ja. Also das hast du dich immer so. Also ich fühle mich wirklich, als ob ich in der Destille wäre. Hallo, was geht? Hier sind wieder eure Brettspiel-Buddies Martin und Basti. Hi. Und heute, seht ihr schon, haben wir ein Spiel auf dem Tisch, was ein bisschen älter ist, aber jetzt gerade wieder verfügbar. In der Spiele-Schmiede bzw. in der Spiele-Offensive kann man das Grundspiel kaufen und in der Spiele-Schmiede gibt es gerade eine Erweiterung dazu. Und so dachten wir, machen wir doch mal unseren Ersteindruck zu Distilled. Wunderschönes Spiel. Ich habe es zweimal gespielt, du hast es fünfmal gespielt, also ein bisschen mehr Erfahrung als ich. Und wie immer, wie ihr es von uns kennt, schreiben wir zuerst mal einen Tipp auf, was wir denken, was der andere dann als Bewertung hat. Und dann starten wir rein. Ich sage, du hast das. Ah, ich mach's mal ein bisschen größer. Jetzt sieht man es nicht. So, was ist da vorne? Obwohl, das sieht auch so schlecht im Master ein. Wunderbar, dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein mit dem ersten Punkt. Darfst du gleich mal reinhauen. Genau, dann starten wir mit Material und da gehen wir so ein bisschen drauf ein, auf Qualität, Optik, Haptik und so weiter und so fort. Und wie man schon sieht, das Spiel ist ziemlich opulent. Man hat ja einen riesengroßen Bereich mit allen möglichen Materialien. Also man hat Holzwürfelchen, die hier zu sehen sind zum Beispiel. Man hat ein paar Papp-Tokens, das ist das Geld. Man hat viele Karten, wo zum Beispiel Zubehör ist, Zutaten und Verbesserungen. Man hat Spielsteine, man hat die Rezeptsteine und ja, also was soll man sagen? Ich finde, es ist absolut tolles Material, was man hier sieht. Teilweise hat man sogar Double Layered auf den Rezeptbögen hier zum Beispiel. Da kann man das sehr wunderbar in den Rezeptbogen einspannen. Klemmbrett meine ich, auf dem Klemmbrett kann man wunderbar den Rezeptbogen einspannen und die Rezeptwürfel reinpacken. Und ja, die... Danke fürs Zeigen. Das ist schön. Auch man sieht hier unten noch das Spezialrezept, aber darauf gehen wir dann später noch ein bisschen ein. Und ja, dann noch ein bisschen zur Grafik und Optik. Ich finde es absolut stimmig. Es ist echt schön. Man erkennt alles wunderbar. Die Farben sind toll. Also, und ich finde es insgesamt ist es sehr, sehr rund auf jeden Fall. Das Inlay, darauf sollten wir ja auch immer häufiger eingehen, finde ich fantastisch, weil man hat hier gleich Tokenschalen mit drin. Es wackelt alles, es wackelt nichts. Und man kann alles so einfach verstauen. Das ist echt super toll. Es gibt eine tolle Anleitung, darauf sollten wir auch häufiger immer angehen, die super gut erklärt ist, auch mit vielen Bebilderungen und Beispielen. Ich sag mal so durchblättern, genau. Dann sieht man das so ein bisschen, also wirklich super schön. Linen finished, sogar die Anleitung. Also man sieht dann immer hier Beispiele und sowas dann. Und wenn du weitergehst, genau, es wird immer hier nochmal beispielhaft dargestellt, was um was es jetzt geht. Und also es ist echt super, muss man einfach sagen. Dazu gibt es noch eine weitere Anleitung, dafür das ist das erste Tasting. Das heißt, wenn man sozusagen die erste Runde spielt, gibt es dann hier so eine Beispielrunde. Jeder hat dann so ein bisschen vorgefertigte Personen, die man dann nimmt. Und dann spielt man einfach so ein bisschen anhand der Anleitung die erste Runde nach, um erstmal reinzukommen. Und daran lernt man auch nochmal die Regeln. Und das finde ich absolut toll, auch von der Haptik und sowas und Darstellung. Genau. Negativ zu sagen, hatte ich schon so ein bisschen erwähnt, sind die Papp-Tokens hier zu erwähnen. Und die Rezeptschilder, aber ansonsten würde ich sagen, das Material ist tipptopp und da kann man echt fast nichts groß meckern. Eine kleine Sache würde ich vielleicht noch verbessern wollen an dem Ganzen. Das wäre vielleicht, dass man hier zum Beispiel auch so ein bisschen Double Layered macht, dass das hier nicht verrutschen würde oder halt hier. Aber das ist jetzt meckern auf sehr hohem Niveau und ich gebe dem Ganzen 1,25 Punkte von 1,5. Aber es kratzt auf jeden Fall eine 1,5. Es ist jetzt noch so ein Müh fehlt noch, aber ja. Ich könnte verstehen, wenn du die volle Punkte gibst. Hast du auf jeden Fall eine Expertenmeinung. Okay. Weil ich habe genau die gleiche Meinung. Ich habe genau das gleiche abgezogen, okay. Weil ich auch gesagt habe, hier bei den Bögen, da ist es ein bisschen, also ich weiß nicht, ich würde es vielleicht nicht double layered machen, aber sag ich mal zur Hälfte ausschneiden, dann fehlt wieder was, dass es einfach nicht verrutscht. Ja. Weil man kommt doch während des Spielgeschehens öfter mal, weil man sich ja hier was zusammenmischt, kommen wir gleich noch drauf, aber hier so ein bisschen gegen und dann, gerade wenn man Verbesserungen hat, verrutschen die. Und eben die Pappmarker, bei mir waren es jetzt diese Pappmarker hier für kann man genauso sagen. Für die Getränke sozusagen, die man braut, weil die hat man schon sehr oft auch in der Hand. Spirituosen, genau. Ja, ansonsten kann ich auch wirklich nur positiv hervorheben, man fühlt sich direkt, als ob man in der Distille ist, also wunderschön gemacht, wunderschön illustriert. Also
was ich jetzt auch gerade nochmal zum ersten Mal sehe, das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf von meinen beiden Partien, dass jede Distille auch so ein bisschen anders ist. Ja, hier sieht man dann eher so eine, sag ich mal, eine Rum-Distille. Auf der anderen Seite sieht man eher so diesen Whisky-Brennkessel, der so typisch ist. Wirklich toll. Auch die Holzmarker, die auch den Distillen dann nachempfunden sind, echt klasse. Auch dieses Hauptboard, wo man die Siegespunkte zählt mit den ganzen verschiedenen Schnapsgläsern. Ja. Also, und es sind auch jedes Mal ein verschiedener Stein oder sowas. Also hier drüben sieht man noch die anderen Steine dann von der oberen Kamera. Also das ist echt, echt toll. Mega gut. Also, die Karten alle Line-Finish, das hast du, glaube ich, gerade noch nicht erwähnt gehabt. Wirklich schön. Und ich habe genau für diese Sachen, was wo du gesagt hast, das ist ein bisschen Pappe hier, ein bisschen Pappe da und dieses Verrutschen an dem Board, da habe ich auch genau die gleiche Punktzahl abgezogen. Das ist ein Holzfass. Ja, ein Holzfass. Das ist der Rundenmarker. Genau. Sehr, sehr cool. Also sehr insgesamt preis-leistungstechnisch, ich weiß gar nicht, wie der Kickstarter war, aktuell liegt es bei 80 Euro, aber für das, was man alles kriegt, finde ich es durchaus gerechtfertigt. Auf jeden Fall. Gerade das insgesamt mit dem Inlay, allein ich liebe Inlays halt quasi, wenn es nicht verrutscht und du einfach wirklich einfach nur rausnimmst und kannst direkt losspielen. Das ist also das stimmt, ganz fantastisch. Also deswegen, ja, stimme ich dir absolut zu. Und du stimmst mir ja zu. Also, also sehr harmonisch. Beide 1,25. So sieht's aus. Dann gehen wir mal weiter zu den Spielmechaniken. Mhm. Ja, die Spielmechaniken sehr vielfältig und für mich jetzt im Kennerbereich angesiedelt. Also man kann sagen, am Anfang geht's erstmal los. Man bekommt hier zwei von diesen Charakteren, die jeder Spieler dann hat. Ja, hier jetzt zum Beispiel mal einer aus Schottland, aus Europa, der eher Whisky macht. Du hast, glaube ich, jemanden, genau, den aus Jamaika, der macht eher Rum. Und von diesen beiden sucht man sich jetzt erstmal einen aus. Das ist dann sozusagen dein Charakter, den legt man sich hier ins Büro, denn du leitest ja eine Spirituosendistille. Ja. So, und dann kriegt man noch so ein paar Zielkarten. Das haben sie auch ganz clever gemacht, finde ich. Da kriegst du am Anfang drei. Und hier links sieht man es, wenn man nach der dritten Runde ist, das stellt nämlich dieses Fass dar, muss man eine davon ablegen. Das heißt, man kann sich dann immer noch so ein bisschen entscheiden, wo man genau, diese Sache dann hinbewegt. Ne? Im Endeffekt sage ich, ich habe drei Stück, kann sagen, ja, vielleicht spiele ich eher auf die Sache, dann entwickelt sich das ein bisschen anders, dann spiele ich eher auf die andere Sache und dann kann ich dann eine weglegen. Das finde ich cool, dass man es nicht am Anfang machen muss. Ja. Genau, auch die Auszeichnungen, darauf sind wir eben gerade beim Material noch nicht eingegangen, auch sehr schön gemacht, auch angelehnt, sehr thematisch, wenn du irgendwelche Sachen gemacht hast. Hier zum Beispiel habe eine Spirituose mit mindestens 5 Zuckerkarten verkauft. Ja, da kriegst du dann nochmal Siegespunkte. Kriegt dann auch wirklich nur der Erste, der es gemacht hat. Ja, und dann vielleicht zu diesem grundsätzlichen Mechanismus. Interessiert euch natürlich, wie ist das Spiel aufgebaut? Also grundsätzlich, sage ich mal, gibt es drei große Phasen. Man hat erstmal die Marktphase, die geht reihum. Da kann jeder sich Dinge kaufen. Entweder aus dem Basismarkt, da kann man immer maximal 2 insgesamt kaufen, kostet dann eher weniger Geld, oder so Premium-Sachen. Hier gibt es zum Beispiel Verbesserungen, auch das wieder mega gut, mega thematisch. Ich hatte hier, glaube ich, genau, hatte ich schon vorbereitet, zum Beispiel den Spirit Safe, so, wer sich mit Whisky auskennt, der kann sich den Spirit Safe kaufen und sowas. Oder eben irgendwie was haben wir hier, einen Architekten oder irgendwie jemanden. Eine weitere Verbesserung zum Beispiel günstiger kaufen, zum Beispiel dann durch die. Also, oder ein Destillenmeister oder was man da auch immer hat, so ein Master-Taster, alles wirklich super angelehnt. Jedenfalls kann man sich die Sachen kaufen, man kann sich Premium-Zutaten kaufen, man kann sich noch Zubehör kaufen und damit ist dann die erste Phase abgeschlossen, wenn jeder sozusagen passt und sich nichts mehr kaufen kann, nichts mehr leisten kann oder leisten möchte. Dann wird der Markt nochmal so ein bisschen erfrischt, sage ich mal. Das ist auch ganz cool in einem Spiel zu viert. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ab 3 Spielern sogar wird eine Karte dann zur Seite gelegt hier, ne? Auf diesen Truck. Ja. Auch ganz, ganz cool gemacht und alles rutscht dann quasi ein weiter. Und was natürlich gekauft wurde, natürlich leere Felder, die rutschen natürlich alle rein nach rechts dann, genau. Und dann wird wieder aufgefüllt. Genau, dann wird wieder aufgefüllt. So, das ist eine Phase, die geht reihum. Da hat man dann gegebenenfalls ein bisschen Downtime, aber passt aus meiner Sicht, weil es wirklich schnell geht. Einer kauft, also man hat bloß eine Aktion, genau. Dann ist der nächste dran und so lange, bis alle einmal gepasst haben. Also kommt eigentlich so viel. Ja, viel ist es nicht. Eigentlich nicht. Aber worauf ich hinaus wollte, die nächste Phase, die spielt man parallel. Das ist die Distillenphase oder Destillierphase. Ja. Und die ist wirklich sehr clever gemacht, aus meiner Sicht. Auf jeden Fall. Also man hat erstmal hier an diesem Board, sieht man ganz gut, die Hefe, das Wasser und dann noch die Zuckerzutaten, die man hier ranlegen kann. Und jetzt hast du dir ja was zusammengekauft. Ja, sagen wir mal, wir haben jetzt hier, weiß ich nicht, Wasser, Hefe, Wasser und noch irgendwelche. Kannst du bei mir machen, oder zeigen, ja, würde ich bei dir mal kurz zeigen. Ja. Hier irgendwie so, ich sag mal, einen Fruchtzucker hier, jetzt Äpfel. Ganz einfach, man kann natürlich mehr Karten hinlegen, dann legst du die hier so ran. Ne? So, zack.
und hast dann hier gegebenenfalls, ich packe einfach nochmal hier nochmal was rauf und weiß nicht, noch ein zweites Wasser dazu. Da werden schon die Zucker gemischt. Genau, ja, ist ja wurscht. Und dann geht die, das machen jetzt alle gleichzeitig, suchen sich das aus, nehmen die Karten. Obacht, es kommt noch Alkohol rein. Für jeden Zucker, den für jeden Zucker kommt noch Alkohol. Hast eine Alkoholkarte, also jetzt kriegst du zwei Alkohol noch rein. Genau, zwei Alkohol dazu. Genau. Und dann mischst du die Karten und dann auch wieder eine sehr schöne Thematik beziehungsweise eine sehr, sehr schöne Mechanik auf das Thema abgestimmt. Die oberste Karte kommt weg, die unterste Karte kommt weg. Die kommen direkt wieder in deine Zutaten, die behältst du und dann guckst du halt, was du gebraut hast. Das wäre sehr, sehr bitter, muss man einfach sagen. Ja, in dem Fall ist jetzt gerade der Fruchtzucker raus, je nachdem, was man haben wollte. Ne? Und jetzt, okay, einmal Alkohol. Nee, alles gut, ich dachte beide Zucker. Nee, nicht beide Zucker, nur einmal Alkohol. Okay. Und dann guckt man hier halt bei den Rezepten, die man sich übrigens auch in der Marktphase kaufen kann wieder. Aber dann guckt man, was man halt gebraut hat. Ne? So, und das ist im Endeffekt das Spiel, wie es sozusagen parallel dann geht. Und dann kann man das Ganze entweder abfüllen oder reifen lassen. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Genau, das war sozusagen dieser Destillierprozess. Machen alle parallel. Und dann abschließend gibt es den Verkaufsprozess. Da kann man entweder, das sieht man hier dann ganz gut immer, bei den unteren, bei den teuren meistens gut, hier sind jetzt nur zwei dabei. Hier ist auch einer, der im Tonfass reift und welche, die in Eichenfässern reifen, die könnte man sich dann entscheiden, hier hinzulegen und nicht zu verkaufen, sondern reifen zu lassen. Ansonsten kann man die direkt verkaufen und kriegt dadurch halt Geld und Siegpunkte. Genau. Wenn Alkohol reift, dann zum Beispiel im Fass oder sowas, man hat sich dann ein schönes Bourbon-Fässchen geholt und man hat da so einen Rum eingelagert, zum Beispiel einen Whisky. Und dann kommt jede Runde kommt dann noch ein Aroma dazu und dann gibt es dann ganz verschiedene Sachen, die man haben kann. Wenn man Pech hat, dann kriegt man zum Beispiel Stinktiergestank oder man hat dann hier malzig und Karamell und das gibt dann auch mal ganz viele Siegpunkte und bringt dann auch mehr Geld ein. Und je länger er sozusagen da Jahre reift, weil eine Spielrunde ist immer ein Jahr, umso besser wird der Alkohol und bringt auch mehr Geld ein. Genau, beim Reifen und Verkaufen haben wir ja auch noch nicht gesagt, also der Alkohol bringt natürlich, in dem Fall guckst du denn dein Deck durch, was in deinem Alkohol ist und siehst dann, wie viel Geld bzw. Siegpunkte er einbringt. Das haben wir eben auch noch nicht gesagt. Und dann wird es noch in die Flasche eingeführt, die Flasche bringt auch nochmal Geld und dann muss man halt gucken, genau. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Auf jeden Fall. Willst du noch weiter sagen? Ich habe jetzt ganz schön viel geredet. Dann, genau, ja, was soll ich dazu sagen? Genau, das sind die Spielmechaniken. Willst du erstmal deine Punktzahl sagen vielleicht? Oder? Sag du mal was und dann... Okay, dann machen wir es. Okay, alles klar. Ja, zu den Mechaniken, ja, kann ich nur zustimmen. Hast alles richtig gesagt. Nein, ja, die Einkaufsphase hat man ja ganz am Anfang. Wo man sich halt entscheiden kann, ob man halt Zutaten kauft, die Basiszutaten oder halt Rezepte kauft und die haben ja auch unterschiedliche Wertigkeiten. Das ist schon auf jeden Fall ganz cool. Und man hat bei dem Equipment, muss man auch so ein bisschen sagen, weil man jetzt schon Richtung Mechaniken geht, so ein bisschen Set Collection, weil bei den Flaschen zum Beispiel, da muss man dann versuchen, unterschiedliche Flaschen zu sammeln oder gleiche, ich würde gerade gleiche und unterschiedliche, ich glaube, da gab es gewisse Boni. Genau. Und dann hat man ja die Engine-Building-Phase, in der man ja sozusagen die Verbesserung und deine Destillierfabrik sozusagen immer weiter verbessert. Und dann hat man ja so ein bisschen Minispiel mit dem Destillieren und sowas, wo man dann dieses Art Deck zusammenbaut oder sich zu überlegen muss, okay, welchen Zucker packe ich rein, wie viel gibt es dann Alkohol, was könnte ich dann eventuell opfern, wie ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass dann alle Zucker rausgehen, damit ich dann doch leider nur einen Moonshine mache oder halt doch eben meinen Rum endlich zusammenbekomme, auf den ich lange gespart habe. Und ja, auch dann mit den Labels und sowas, man muss taktieren hier, dass man gucken muss, dass die noch verfügbar sind, wenn nicht, dass jemand vorher das letzte Label wegschnappt, dann kannst du es nämlich nicht mehr brauen, dann ist es plötzlich was Niederwertiges eventuell. Oder was Moment, anderes. Du kannst es noch brauen, du kriegst die Labels, wenn du das brauchst, kannst du dann hier hinlegen, ja, genau, und dann kriegst du nochmal Boni. Genau, dann hast du keinen Boni, aber den will man ja unbedingt mitnehmen, weil die haben sehr, sehr starke Fähigkeiten. Stimmt, darauf sind wir noch nicht eingegangen. Wenn man dann ein Label hat und dann hat man sich zum Beispiel einen Moonshine gebaut, dann darf man sich hier oben eins auswählen. Das wären zum Beispiel 5 Geld oder 2 Siegpunkte und sowas kann am Anfang natürlich sehr, sehr wichtig sein, gerade nochmal 5 Geld zu bekommen, wenn man dann doch plötzlich mal ein Fass eingelagert hat und in der Runde ja nicht verkauft und dann... Genau, und du kriegst auch nur über den Moonshine diese Spezialressource, die du für dein Spezialgetränk brauchst. Nicht über den Moonshine, sondern über ein Label. Über genau Label, genau. Weil die gibt es ein Feld. Nee, genau, über ein Label kriegst du die Spezialrezepte und sowas, genau. Damit du es dann machen kannst. Genau, und ja, was soll ich sagen? Dieser bunte Mix an Spielmechaniken, den man hier hat und das Ganze präsentiert auch mit allein dieses Minispiel, was ja auch wirklich, darauf gehen wir später noch ein, sehr thematisch ist. Ist das absolut toll, dieses Spiel. Und deswegen kann ich nicht anders als die volle Punktzahl geben und gebe 1,5 von 1,5 Punkten. Habe ich dann auch hier wieder eine Expertenmeinung, aber diesmal nicht. Du hast auch eine Expertenmeinung, aber ich habe eine andere. Also ich habe minimal was abgezogen. Mhm. Bin bei 1,25 Punkten und ich kann gar nicht so richtig greifen, warum.
Wenn ich irgendwas sagen müsste, dann würde ich sagen, ist es diese Glückskomponente beim Alkoholmischen, weil gerade bei diesem, ja, bei diesem Spezialgetränk, was man hat, du hast halt nur einmal diese spezielle Zutat, die jeder hat. Und wenn du jetzt noch so viel Zeug da reinmachst und dieses Pech hast, da kann ich mich dran erinnern, das hatte ich einmal, da habe ich mich so geärgert, ich habe so viel reingepackt, aber dann trotzdem meine Spezialzutat halt rausgenommen, rausgemischt irgendwie und dann war es mehr oder weniger umsonst, ne? Also du hast zumindest dein Spezialrezept nicht gekriegt, du musstest dann irgendwas anderes draus machen. Und das ist bei diesem Ding, finde ich irgendwie ein bisschen schade, da hätten sie dann zwei Sachen machen sollen oder weiß ich nicht, also keine Ahnung. Aber insgesamt, was wir vielleicht noch nicht gesagt hatten oder nur kurz angeklungen haben, es gibt auch einen Solo-Modus, das ist auch eine tolle Sache und insgesamt wirklich greifen die Spielmechaniken super gut ineinander und passen thematisch auch wunderbar. Vielleicht sollten wir nochmal näher auf den Glücksfaktor eingehen. Also eigentlich hat man hier fast gar keinen Glücksfaktor und das einzige was Glücksfaktor ist natürlich der Markt, der sich wieder verändert. Wenn dann jemand vor ihm dran ist und dann das wegschnappt, dann hat man natürlich Pech gehabt. Und was du halt sagtest, halt mit dem, wenn man mischt und das obere und untere Karte rauszieht und dann eventuell Pech hat dabei, ist es leider so. Aber an sich, wenn man gut plant und das mit den Zuckern und sich immer ein bisschen mehr einplant, geht es oftmals. Aber klar, wenn die Spezialzutat raus ist, dann hast du einfach Pech gehabt. Das ist natürlich bitter. Genau. Ja, ja gut, dann würde ich sagen, ab zum nächsten Punkt. Dann darfst du übernehmen. Wenn euch gefällt, was wir gerade destilliert haben hier für euch und ihr auch mit zukünftigen Stoff versorgt werden möchtet, dann lasst uns doch ein Gefällt mir und ein Abo da. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Yo! Ja, Komplexität und Zugänglichkeit. Wir haben es erwähnt, wir fangen ja meistens mit der Zugänglichkeit an. Wir haben es erwähnt, es gibt schon mal ein extra Regelbuch fürs erste Tasting, dass man spielerisch, sage ich mal, an die Regeln rangeführt wird. Super gut. Jeder Spieler hat hier so ein Hilfsblatt, ja, da ist alles drauf, wie der Zug funktioniert auf der Rückseite, wie nachher die Endwertung ist. Hier ist die Ikonografie erklärt, also wirklich mega, mega gut, absolut, dass sie das so gemacht haben. Deshalb kommt man auch wirklich als Kennerspieler da sehr, sehr schnell rein. Ich würde sogar sagen, wenn du einen erfahrenen Spieler beiseite gestellt hast sozusagen, dann schaffst du es auch als Familienspieler da ganz schnell reinzukommen. Hinzu kommt natürlich dieses Thematische, wie das alles funktioniert, ist halt total logisch, wenn man sich so ein bisschen mit diesem ganzen Alkohol-Destillierprozess auskennt. Also da kann man sich dann auch nochmal dran langhangeln. Ja? Es ist dann auch relativ einfach weg oder schnell und einfach weggespielt aus meiner Sicht. Und es fehlt mir dann am Ende aber noch ein bisschen an Komplexität, muss ich sagen. Also es ist im Endeffekt, du kaufst dir was vom Markt, planst dir voraus, okay, was will ich jetzt machen, kaufst dir dann dein Rezept und dann verlässt du dich auf diese kleine Glückskomponente, die wir haben. Und wenn es klappt, ist gut, dann planst du halt das nächste Konzept. Und das ist so das Spiel. Deshalb ziehe ich hier einen halben Punkt insgesamt bei der Komplexität ab. Okay, sehr streng. Nee, alles gut, da bin ich mal gar nicht deiner Meinung. Aber ich fange mal vorne an. Also du hast schon gesagt, die erste Erstpartie Begleitheft ist dabei. Finde ich auch super toll. Ich finde aber gerade bei der Einsteigerfreundlichkeit ist nicht so einsteigerfreundlich. Also wir hatten es ja auch schon ein paar Mal erklärt und dann haben sie es erstmal nicht so richtig verstanden, so was, wie es dann genau abläuft und so. Also ich finde, das Problem eigentlich bei dem Spiel ist eher die Zugänglichkeit, nicht die Komplexität. Okay. Aber lustigerweise, dass wir da unterschiedlicherweise rangehen. Genau, weil gerade das mit dem Mischen dann und dann, wie funktioniert es dann? Dann werden Karten rausgenommen und was passiert denn mit den Karten dann? Und bis es dann sozusagen verstanden wird und ich sehe das Spiel eher im gehobenen Kennerniveau. Jetzt noch nicht am Experten das Spiel rankratzend, aber schon gehoben, sehr gehobenes Kennerniveau eigentlich. Und ich habe jetzt einige Leute so gehabt, die eher so Probleme hatten, das alles so richtig zu verstehen. Also deswegen ziehe ich eher, also nochmal bei Zugänglichkeit 0,25 Punkte an. Ich war auch kurz im Überlegen, ob ich 0,5 Punkte abziehe. Bin aber da jetzt geblieben und dachte so, gut, okay, wenn man ein bisschen schon Kennerniveau hat und jetzt nicht Familienspieler ist, dann gebe ich dem Ganzen 0,5 Punkte. Wenn man Familienspieler ist, dann vielleicht 0,25, weil es dann doch schwieriger ist, ein bisschen zum Reinkommen. Aber das erste Tasting hilft auf jeden Fall sehr. Dann, was ich jetzt schon vorweggenommen habe bei Komplexität, ist auf jeden Fall Kennerniveau, gehobenes Kennerniveau. Man hat hier durch die vielen Sachen, und ich finde, das beleuchtest du zu wenig, möchte ich mal so sagen. Du hast hier einen Engine-Builder, du hast eine Asymmetrie, du hast eine Planung durch das mit dem Alkohol, wann du was machst. Gehst du auf die Fässer zum Beispiel? Gehst du auf welche Rezepte gehst du? Verkaufst du jetzt oder später? Gehst du auf weitere Aromen? Gehst du auf die Set-Collection der Flaschen? Welche Spirituosen musst du gehen, eventuell, weil die anderen dir es wegnehmen? Und dadurch finde ich das Spiel so schon sehr, sehr komplex auf jeden Fall in seiner Fülle.
die Option, ja, ich verstehe, was du meinst, glaube ich, dass du halt dich nicht, ja, du der hat schon einen festen Ablauf, so, das meinst du eventuell, dass du so stringent bist? Ja, ich finde, du bist halt dann, genau, diese Sache beim Marc, ne, du guckst halt, was liegt da und dann sagst du, okay, du willst jetzt hier einen Tequila machen, weil wir da gerade den Würfel drin haben, also muss ich mir sowas kaufen. So. Du könntest ja auch sagen, dass du eine Basiszutat nimmst. Ja, gut, aber im Endeffekt, das ist dann so die Entscheidung und du weißt, ich bin ja eher Freund von so komplexeren, wo du ganz viele Möglichkeiten hast und die Entscheidung dann, sag ich mal, wohl überlegen sollst. Ja. Also ist natürlich auch immer wieder nur eine subjektive Meinung. Auf jeden Fall subjektiv. Genau. Und wir sind ja auch nur zwei Leute, die hier einfach vor der Kamera sitzen und unsere Meinung halten. Genau. Erzählen. Ja, auf jeden Fall. Was ich aber sagen will, ich finde das Spiel sehr, sehr komplex in seiner Fülle. Klar, es gibt natürlich immer mehr und jetzt in Richtung Expertenspiel beziehungsweise ein Vita Lacerda-Spiel oder sowas. Aber ich finde so, was das Spiel macht, das ist komplex genug und deswegen gebe ich den ganzen 0,75 Punkte da, also volle Punktzahl bei der Komplexität und gebe den ganzen deswegen 1,25 Punkte in dem Bereich. Also ich ziehe nur ein bisschen was ab durch die Zugänglichkeit, weil ich den Einstieg doch schon ein bisschen schwierig finde. Spannender Punkt, auf jeden Fall. Das anders sehen, aber sind ja trotzdem recht nah beieinander mit den Punkten. Auf jeden Fall. Willst du noch was dazu sagen, sonst würde ich zum nächsten Themapunkt? Wir können zum nächsten Thema übergehen. Im wahrsten Sinne des Wortes, deswegen Thema. Wir haben Thema und Immersion. So, dann Thema und Immersion. Ja, was soll ich sagen? Das Spiel strotzt nur so von Thema. Man hat alle Karten, die dem Thema nahe sind. Man hat hier alle die ganze Distille, was du ja vorhin schon gesagt hattest. Man hat die Spielsteine, die dem Alkohol nachempfunden sind. Eigentlich alles daran. Also selbst die Mechaniken strotzen vor Thema, wenn du halt es mit den Distille hast, mit dem Mischen und dem Zu- und Ablauf, den man ja am Anfang dann wegschüttet. Selbst da hat man die Mechaniken drin, hat man das Thema drin bei den Mechaniken. Man lernt sogar, also in dem Regelheft selber blättert man durch und hat immer wieder so Passagen, okay, es wird deswegen so und so genannt und wir haben uns deswegen das so und so entschieden, es so zu machen. Und du hast auf jeder Karte, hast du unten nochmal Informationen, warum Äpfel plötzlich dann zur Alkoholdestillierung genommen wurde. Also ja, also man kann selbst damit spielend Alkohol lernen. Ob das so gut ist? Das steht auf einem anderen Blatt oder Klemmbrett. Die ganzen Spieler, Charaktere sind unglaublich thematisch. Jetzt mein Jamaikaner, der rumkocht. Kocht. Der kocht ein bisschen. Der kocht ein bisschen rum, ja. Der rumbraut und du mit dem Whisky, also auch ein Schotten halt. Und ja, das ist einfach super cool. Und die haben ja auch alle noch Spezialfähigkeiten, die auch noch so ein bisschen nachempfunden sind. Also deswegen, ich finde, ja, was soll ich dazu sagen? Also man kann den Punkt, also aus meiner Sicht, ich gebe dem Ganzen deswegen volle Punktzahl, weil aus meiner Sicht geht es fast nicht mehr thematischer. Und was ist mit der Immersion? Die Immersion ist wunderbar, weil man wirklich durch das Heft ja auch durchblättert und immer wieder der Begleittext ist. Ja. Also, das hast du dich immer so. Also ich fühle mich wirklich, als ob ich in der Distille wäre und was braue. Ja, also ich habe auch einen Punkt gegeben, kann mich da nur anschließen. Es erzählt natürlich jetzt keine mega Geschichte. Ne? Also wenn du jetzt immersiv, kannst du jetzt nicht vergleichen mit einem Abenteuerspiel oder so. Aber das ist bei dem Spiel auch überhaupt nicht schlimm. Also das ist so thematisch. Also rein theoretisch schon. Ich glaube, der Anfang ist, dass du eine Distille von deinem Opa geerbst hast. Genau, und dann geht das Spiel los. Das hast du ja quasi jetzt schon. Ja, dann, das ist deine Geschichte. Dann geht das Spiel los. Und ja, aber es ist jetzt nicht so dieses typisch Immersive, wo du sagst, da erinnerst du dich noch ganz viel später dran. Diese tollen Sachen sind passiert, dieses Heroische. Weißt du noch, wie wir gegen den Boss gekämpft haben oder so? Weißt du, wo ich meinen Rum gebraut habe? Ja, weißt du noch, wo ich den geilen Rum gebraut hatte, hier in meinem Metallfässchen? Ja. Nein, das gibt's nicht. Das braucht man auch nicht erwarten. Aber das ist auch gar nicht Ziel des Spiels. Und hier kann man, also aus meiner Sicht genauso, hier kann man nicht drumherum einfach thematisch so gut, wie du schon gesagt hast, da muss man einen Punkt geben. Ja. Also gut, bin ich genauso dabei. Schön, dass wir mal wieder zusammenfinden. Finden wir zusammen. Ja. Spielgefühl. Ja, Dauer würde ich sagen so circa 1,5 bis 2 Stunden. Hier steht drauf 30 Minuten pro Spieler. Kommt halt genau ein bisschen darauf an, wie lange überlegt man auch und wie affin sind die Spieler schon so mit Kennerspielen. Ich weiß gar nicht, als wir es zu zweit gespielt hatten, hatten wir, glaube ich, 1,5 Stunden gebraucht für die Erstpartie. Als wir es zu dritt gespielt hatten, hatten wir dann auch nochmal 1,5 Stunden gebraucht, weil wir beides dann schon mal kannten. Ja. Also spielt sich gut weg, aber es ist nie so, dass du irgendwo fühlst, oh, lange 1,5 Stunden oder Downtime viel, haben wir ja eben auch schon ein bisschen kurz gesagt. Du hast, wenn eine minimale Downtime hier beim Kaufen, wenn einer lange überlegt, ansonsten spielst du mehr oder weniger parallel und das Verkaufen ergibt sich ja dann. Das kann man ja reihum machen, aber das ist dann hier so, ey, das verkaufe ich, nee, ich lagere ein und das war's. Ja, also da ist man echt super dabei.
Zum Destillationsprozess habe ich ja vorhin schon so ein bisschen was gesagt. Ist natürlich mega belohnend, wenn es klappt. Und die ganze Krux an diesem Spiel ist ja eigentlich so ein Ressourcenmanagement. Du willst immer das Bestmögliche, was du kannst, brauen bzw. destillieren mit am wenigsten Ressourcen. Am liebsten wirklich nur, keine Ahnung, wenn du jetzt hier irgendwas machen willst mit zwei, hier so ein Whisky zum Beispiel, mit zwei Getreide. Ja, du willst am liebsten nur zwei Getreide reinlegen, ein Wasser und ein Hefe. So, und weil dafür musst du am wenigsten Ressourcen ausgeben und möchtest dann den Whisky haben. Aber da ist natürlich dann das Ding, ja, du musst ja zwei Karten rausziehen und dann musst du wirklich die beiden äußeren Karten sozusagen rausziehen. Und das ist natürlich... Oder den Alkohol. Oder den Alkohol, stimmt. Ja. Der Alkohol kommt ja dazu, ja, richtig. Ja. Aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Deshalb versuchst du halt irgendwie immer, ja, so auf Messerschneide zu tanzen, sage ich mal. Und da möglichst wenig auszugeben, aber den größten Profit rauszuschlagen. Und wenn das denn klappt, ist natürlich sehr belohnt. Wenn es aber andersrum, wie ich vorhin gesagt habe, hier mit diesem Spezialrezept so ist, dass du wirklich voll reinbutterst und sagst, ich will hier unbedingt dieses Spezialrezept haben und noch mehr, damit es ja klappt. Und dann klappt es halt nicht, dann ist es halt auch sehr frustrierend manchmal. Ne? Genau, das sind eigentlich so meine Punkte, die ich habe. Also es hat mir super viel Spaß gemacht, auch insgesamt spielt sich schön weg. Und gerade für Leute, die auch mit diesem Thema ein bisschen was anfangen können, ich bin ja totaler Whisky-Liebhaber zum Beispiel, ja nicht mit Saufen, sondern aber mit diesem ganzen Vorgang und eher genießen, anstatt zu saufen, da kann man wirklich nichts falsch machen bei dem Spiel aus meiner Sicht. Also ich bin bei 3,75, das Glückslastige habe ich hier dann auch nochmal wirklich gesagt, hat mich dann so ein bisschen geärgert, aber insgesamt wirklich ein Top-Spiel. Muss ich auch sagen, jetzt stimme ich dir auch vollkommen zu, also in allen Punkten eigentlich. Gerade wenn man das Spiel spielt mit einem schönen Alkohol und es einfach wirklich dann genießt, dann kann man es halt wirklich toll wegspielen. Und ja, dadurch, dass das Thema so toll ist und alles Mögliche, spielt es sozusagen in die Karten rein. Genau. Jetzt aber nochmal hierzu. Es ist auf jeden Fall ein knackiges Spiel, finde ich. Das ist schön, was sich wegspielt. Ich würde sagen, Erstpartie dauert schon, wenn man jetzt so mit 3-4 Personen sind, so eher 2 Stunden, würde ich mal rangehen, so ungefähr, dass ihr einplant. Und dann nach unten hin einfach dann weniger, weil es dann wirklich sich schneller spielt, weil man nicht mehr viel erklären muss. Und ist dann gänglicher, als wenn man sofort weiß, okay, der macht das, dann kann ich das machen. Das ist ja meistens eine Aktion, wenn man spielt parallel. Genau. Aber trotzdem hat man am Anfang, was du halt meintest, die Downtime schon bei Leuten, die jetzt länger überlegen müssen, oh, was mache ich jetzt? Und jetzt hat mir das weggeschnappt und ich habe aber keinen Plan B und Basiszutaten darf ich jetzt auch nicht mehr 2 nehmen und dann rotiert das Hirn sozusagen. Und das kann natürlich dann schon ein bisschen für die anderen ein bisschen langweilig sein. Hatten wir aber ehrlich gesagt wenig, muss man sagen. Um die Ehre von Destillt hier auch zu retten, also das gibt es bei anderen Spielen noch viel schlimmer. Also auf jeden Fall. Da ist es noch viel mehr sich analysieren. Gerade in dem gehobenen Kennerniveau, wo ich es jetzt ansiedeln würde, manche YouTuber haben es auch im Expertenniveau gesehen, das würde ich jetzt nicht so unbedingt sagen. Ich glaube, da ist die Downtime schon extrem gering. Genau, Glücksfaktor hatte ich auch schon angesprochen. Ich drehe nicht um den heißen Brei mehr rum. Ich gebe auch 3,75 Punkte. Es ist ein absolut fantastisches Spiel. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und was ich halt meinte, mit einem netten Alkohol dazu, währenddessen man noch irgendwie selber hier brennt, ist es extrem toll. Feuer und Flamme. Genau. Ja. Dann haben wir noch einen Punkt. Dann kommen wir zur Einzigartigkeit. Ist es denn ein besonderes Erlebnis oder nur Durchschnitt? Ich finde halt, was bei mir immer ganz viel reinspielt, ist Thema und sowas alles. Und wenn das dann mit reinfällt und das alles wunderbar passt, ist für mich eine runde Sache. Es ist zwar nicht so ganz einzigartig, aber ich finde trotzdem, dieser Mechanismus allein des Destillierens, dieses Minispiel dabei, ist einfach eine coole Sache und auch mit dem Thema dazu passend. Und das würde ich schon hervorheben wollen, deswegen gebe ich dem Ganzen schon 0,25 Punkte. Jetzt nicht die volle Punktzahl, weil ich sage, es ist mega einzigartig, aber es ist halt für mich schon ein besonderes Erlebnis. Du lächelst schon, ich habe schon die Ahnung, dass du es mir zustimmst, oder? Das ist wieder die Expertenmeinung. Und deswegen insgesamt ist es ein für mich super tolles Erlebnis, was es schon einzigartig macht. Darfst du einhaken? Ja, ich sehe es eigentlich genauso. 0,25 Punkte, Thema mega gut. Ja. Bis auf das Destillieren, würde ich sagen, ist jetzt nichts dabei, was super innovativ oder einzigartig ist. Ne? Kaufen und so kennt man auch schon, auch mit diesen Basis- und gehobenen Zutaten. Ja. Aber das Destillieren ist halt was, was ich so noch nicht kenne. Und das ist ja auch der Kernpunkt des Spiels eigentlich. Und von daher würde ich jetzt auch genau sagen, nicht volle Punktzahl bei Einzigartigkeit, aber auf jeden Fall gehört sich ein bisschen aufgewertet in diesem Punkt. Und deshalb 0,25 Punkte. Ja. Was ich vielleicht noch hervorheben möchte, was ich davor vergessen hatte in dem vorigen Punkt, ist, es ist zwar nicht besonders einzigartig jetzt nur durch den Destillier-Sache, aber ich finde durch die ganzen Mechaniken, die man hat, die sind aber so gut miteinander verwoben, dass es wirklich ein runder Mix ist. Also wie gesagt, was ich vorhin meinte, Engine Building, Set Collection, dieses Minispiel und dadurch macht es schon was Einzigartiges schon.
Genau. Alles gut, ja. Ich war sowieso durch. Also, okay, alles klar. Können wir so stehen lassen. Ja, gut, super. Dann schauen wir mal aufdecken, ne? Zum Fazit, würde ich sagen. Genau. So. Was hast du denn getippt? Ich habe dich bei 8,75 gesehen. Ja, ich habe dich bei 8,25 gesehen. Okay. Aber ich glaube, ich bin weiter weg als du, ne? Ich bin bei 9,0. Ich bin bei 8,5. Yes, dann habe ich, glaube ich, gewonnen. Ja, du bist relativ dicht dran, ja. Dicht? Ich bin relativ dicht dran. Genau. Ja, also ich glaube, wir haben ein sehr ausführliches Review gerade, oder einen sehr ausführlichen ersten Eindruck gegeben. Wirklich tolles Spiel, also sind ja beides auch tolle Bewertungen, die wir jetzt hier haben. Eine 9,0 ist ja schon mega gut. Und 8,5 ist auch schon sehr, sehr stark. Ja, und man kann, wenn man mit diesem ganzen Thema was anfangen kann, kann man mit diesem Spiel aus meiner Sicht echt nichts falsch machen. Man hat einen tollen Abend, wenn man das spielt. Man kann das genießen, man kann das auch wirklich locker runterspielen. Man braucht nicht durchhetzen und es macht mega viel Spaß. Genau. Es gibt sogar, glaube ich, noch Distilled Musik sogar, die man sich aufrufen kann an der Playlist. Und dann saßen wir wirklich da entspannt und haben unseren Alkohol geschlürft und haben es dann runtergespielt. Und das war echt eine schöne Zeit, muss man einfach sagen. Genau, die einzige Anmerkung ist vielleicht noch, dass es ab 14 aufgrund des Alkohols, aber dann muss man halt gucken, ob das passt. Und was ich noch wichtig finde bei dem Spiel zu sagen, man soll es nicht unbedingt unterschätzen. Also es ist schon echt viel. Also wenn man da am Anfang rangeht, ja, spielen wir jetzt mal eine Runde des Tilt. Wenn man das erste Mal spielt, ist schon eine Fülle. Da hast du ja dein erstes Taste. Ja, da hast du dein erstes Taste, aber trotzdem ist es relativ viel. Also deswegen sage ich, muss einfach so als kleine Obacht, denk dran, das ist nicht so ohne am Anfang. Genau, aber einmal verstanden. Das ist super toll. Geht gut weg, ja. Genau. Ja, dann denke ich, sind wir durch für heute. Und abschließend würde uns jetzt natürlich interessieren, kennt ihr das Tilt? Wie hat euch das Spiel gefallen? Meint ihr es eher Kennerniveau oder gehobenes Kennerniveau? Das ist auch so ein bisschen der Clash heute gewesen. Und ansonsten freuen wir uns, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wir sind durch. Viel Spaß beim Spielen. Genau. Bis dann, eure Brettspiel-Buddies. Ciao, ciao. Gefällt euch, was wir hier in unserem Video bisher destilliert haben? Destilliert haben wir es. Kommen Sie, ey. Destilliert.